Heute bauen wir einen richtig coolen Image Slider mit CSS und JavaScript. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS und JavaScript bzw. darum, wie wir damit einen richtig coolen kleinen Image Slider bauen. Das Ganze ist nicht wirklich kompliziert, wie immer gibt es natürlich eine Live-Demo und es richtet sich so an die bisschen fortgeschrittenere Nutzer. Also ich werde viel erklären, aber ein bisschen Vorkenntnisse wie CSS, JavaScript und HTML zusammen funktionieren, sollten schon vorhanden sein. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, einfach mal Hallo sagen oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los, viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial und wie immer in meinen Videos erstmal mit einer kleinen Live-Demo. Und zwar sehen wir hier ein großes Bild mit so einer kleinen Einleitung und einem Icon und immer wenn ich auf eins der kleinen Bilder klicke, wird das groß, man sieht seinen Einleitungstext und sein Icon und ich kann das halt mit allen Bildern machen und theoretisch auch mit unendlich vielen Bildern. Das bringt mich aber zum nächsten Punkt und zwar, wir können diesen Effekt erweitern. Dieses Video wird euch zeigen, wie ihr genau das machen könnt, also mit vier Bildern. Wir können das aber auch dynamisch aufbauen. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass wir mal so einen Image-Slider machen, der eventuell responsive funktioniert, der auch theoretisch unendlich viele Bilder anzeigen kann, dann können wir das mit JavaScript machen. Das wäre aber ein Folgevideo, weil das doch relativ viel Code mit JavaScript bedeutet. Wenn ihr das möchtet, schreibt das mal in die Videokommentare. Ansonsten können wir diesen Effekt auch bauen, komplett ohne JavaScript. Also wir können quasi diesen Klick-Effekt, den wir gerade gemacht haben, faken. Ihr verzichtet dann aber auf die Flexibilität mit JavaScript, neue Sachen hinzuzufügen beispielsweise oder so etwas. Schreibt das auch mal in die Videokommentare. Ansonsten der Code, wie gesagt, in der Videobeschreibung auf CodePen, wie immer. Und jetzt gucken wir mal an, wie wir diesen Effekt eigentlich aufbauen und wie der funktioniert. So, bevor wir loslegen, Code zu schreiben, erkläre ich erstmal kurz mein Setup. Wie immer ist das mein Standard-Entwicklungs-Setup, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier in der Seite sehen wir Chrome, hier an der Seite sehen wir Visual Studio Code in meinem Standard-Theme und hier quasi in diesem Bereich ist alles, was später wichtig ist für HTML. Unsere main.js ist noch komplett leer und unsere main.sass ist ebenfalls fast komplett leer. Hier oben importiere ich nur ein paar Farbcodes und ein paar Standard-Settings, dass mein Hintergrund beispielsweise diese dunkle Farbe hat. Ansonsten haben wir aber noch nichts vorbereitet und damit legen wir jetzt als erstes los, indem wir einige HTML-Elemente als Struktur definieren. So, los geht's mit dem Coding. Das erste, was man immer machen möchte, wenn man im Frontend etwas baut, sich erstmal eine HTML-Struktur überlegen, damit man eine Grundlage hat. In unserem Fall brauchen wir als erstes eine Section. Diese Section besitzt eine Klasse, damit wir die später einfach stylen können, und zwar nennen wir die FlexCardWrapper. Und die Aufgabe dieser Section ist es, alle einzelnen kleinen Bilder, die wir später animieren werden, zu umfassen, damit wir die Bilder in unserem Layout durch die Gegend schieben können oder quasi alle beeinflussen können. Das nächste, was wir hier drin haben, ist ein Artikel-Tag. Und wir haben für jedes Bild quasi ein Artikel-Tag und dieses Artikel-Tag wird quasi eine Klasse bekommen, und zwar FlexCardContainer. Das sollten wir natürlich auch richtig schreiben, Container. Und eine Klasse bekommen, Punkt Bild-1. Und wie man sich jetzt schon denken kann, werden wir natürlich nicht nur Bild-1 haben, sondern Bild-2, Bild-3, Bild-4, weil wir unsere Bilder als Hintergrundgrafik in unseren Div-Container-Artikel hineinladen wollen. Innerhalb des Artikel-Tags haben wir dann einen einfachen Div-Container mit der Klasse Overlay. Das wird quasi einfach nur unseren Text und unser Icon umfassen. Deswegen haben wir hier drin auch einen zweiten Div-Container mit der Klasse Icon. Und hier drin haben wir einen Image-Tag, wo später unser Icon eingefügt wird. Außerdem haben wir innerhalb unseres Overlays in unserem Fall einfach eine H3-Überschrift. Und natürlich haben wir hier unten auch einen kleinen Beschreibungstext, also einen P-Tag. Natürlich werde ich jetzt ein bisschen beschleunigen und kopiere mir jetzt hier einfach mal ein bisschen Filler-Code rein und wir haben auch schon auf CodePen unser Icon verlinkt. Das füge ich hier einfach als SVG-Grafik ein. Ihr seht hier, ich verlinke einfach auf CodePen Assets und dann hier auf einen Mountain Solid SVG. Natürlich kann das auch bei euch auf dem Projekt liegen, also ihr könnt auch direkt aus eurem Projekt euer Bild verlinken. Das macht überhaupt keine Probleme. Wie schon erwähnt, brauchen wir natürlich ein paar mehr davon, deswegen kopiere ich mir diesen Artikel-Tag jetzt dreimal hier unten rein und ihr seht schon, ich habe hier ein anderes Bild eingefügt, der Text ist sogar einfach gleich, ich habe hier Bild 4 und hier oben Bild 3, auch wieder mit einem anderen Icon und hier Bild 2, auch wieder mit einem anderen Icon. Ansonsten sind alle Artikel-Tags komplett gleich und wenn ihr beispielsweise so etwas nutzt wie Vue, React, Angular, also ein quasi Frontend-Framework, könnt ihr auch ohne Probleme diese Artikel in einzelne Komponenten auslagern und diese Komponenten über eine Schleife generieren. Das macht überhaupt kein Problem und sollte genauso gut funktionieren. In dem Moment, wenn wir das getan haben, sieht das hier schon mal aus, dass wir hier ein paar Icons hinzugefügt haben, aber natürlich noch nicht so wirklich
so wie unsere Demo aussieht. Deswegen müssen wir jetzt noch einiges machen, aber erstmal machen wir ein bisschen JavaScript, weil wir müssen unseren wunderbaren Sektionen und vor allem den Artikels eine bestimmte Klasse zuweisen, damit wir diesen Aktivzustand erzeugen können, und deswegen switchen wir mal kurz zu JavaScript. So, und los geht's mit JavaScript. Das Ganze ist gar nicht so schwer, auch wenn ihr noch nie mit JavaScript gearbeitet habt, aber man muss grundsätzlich erstmal verstehen, warum wir, beziehungsweise warum ich im Vorfeld JavaScript gewählt habe, um dieses Problem zu lösen, beziehungsweise was eigentlich das Problem ist. Und zwar müssen wir, um mit CSS animieren zu können, einen Unterschied, also einen Selektor haben, mit dem wir ein aktives Bild, was wir gerade anzeigen, was wir zum Beispiel groß machen wollen, quasi selektieren und auswählen und dann stylen können. Um diese Auswahl zu ermöglichen, setzen wir einfach eine Active-Class genau auf das Bild, auf das wir gerade geklickt haben, und CSS übernimmt dann quasi die Animation und die Optik. In unserem Fall hat quasi jetzt dieses Bild hier eine Active-Class. Wenn ich jetzt auf das dritte Bild klicke, hat das eine Active-Class, und wenn ich hier drauf klicke, hat das zweite Bild eine Active-Class. Das ist auch schon alles, was wir mit JavaScript machen müssen. Dafür braucht man kein Framework, dafür braucht ihr kein jQuery, das ist wirklich wenig Code. Das sind knapp 20 Zeilen. Und das sollte auch nicht sonderlich schwer sein, deswegen legen wir damit direkt los. So, und zwar das erste, was wir gerade ja schon gesagt haben, wir brauchen eine sogenannte Active-Class. Dafür brauchen wir eine Variable, die nenne ich jetzt einfach Active-Class. Und die umfasst einfach nur einen String, und zwar Active. Das nächste, was wir brauchen, unsere Images. In dem Fall sage ich einfach, ich durchsuche unser aktives Dokument und sage hiermit Query Selector All. Selektiere ich einfach alle Bilder auf der Seite, die eine bestimmte Klasse haben, in unserem Fall Flex Card Container. Aber was ist dieser Flex Card Container? Wenn wir mal in unser HTML gehen, sehen wir, dass unsere Artikel quasi die Klasse FlexCard Container besitzen, und darüber können wir die einzelnen Artikel Tags etablieren und können die später mit einem Click Event versehen. Und genau das machen wir noch nicht, sondern als erstes wollen wir dafür sorgen, dass unser erstes Bild eine Aktivklasse bekommt. Und dafür sage ich Images und sage hier das erste Bild unseres Arrays, weil Images umfasst alle Artikel-Tags mit dieser Klasse, was heißt ein Array von HTML-Elementen, und hier sagen wir einfach ClassList, Punkt und dann Add, und hier fügen wir einfach nur unsere Active-Class hinzu. In dem Moment, wenn wir das tun und abspeichern und uns mal hier unseren DOM angucken und wir hier ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir hier, dass unser erstes Artikel-Tag jetzt die Klasse Active bekommen hat, und das machen wir mit dieser Zeile Code. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt hier ein Click-Event erzeugen, dass wenn wir auf eins unserer Elemente klicken, dass dann dort das Element gesetzt wird. Hierfür sagen wir auch wieder, wir wollen den Array von Bildern ansprechen und sagen hier for each. Also für jedes Image wollen wir durch diesen Array durchgehen und sagen hier image.addEventListener. Ups, addEventListener, und hier rufen wir einen sogenannten Click-Event auf. Also wenn ihr mit der Maus auf dieses Event draufklickt. In dem Fall wollen wir eine Funktion aufrufen. Diese Funktion heißt addClass, und mehr machen wir gar nicht. Aber ihr seht, wir haben hier noch keine Funktion mit dem Namen addClass. Deswegen sagen wir hier function, ups, und dann addClass. Und hier rufen wir einfach nur die Funktion auf, beziehungsweise das sollten wir natürlich hier richtig schreiben. Und hier übergeben wir unser Event. Wenn ich das Ganze einfach mal in unserer Konsole ausgeben lasse, also console.log-event, dann sehen wir auch, was jetzt genau passiert. Ich gehe hier auf unsere Konsole im Browser, gehe runter, klicke jetzt einfach mal auf diesen Passport, weil das ja ein Artikel-Tag ist, und sehen hier, wir haben ein Event. Wir können mit diesem Event aber relativ wenig anfangen, sondern was wir vorhaben, wir wollen ja unseren Artikel-Tag, und der versteckt sich hinter current-target. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, dann sehen wir, wir haben Artikel und hier mit dem FlexCard-Container mit Bild 3. Und das ist genau unser Bild. Wenn ich hier oben drauf klicke, haben wir den Artikel mit Bild 2. Das funktioniert also schon wunderbar. Aber das Erste, was wir hier machen müssen, ist, wenn wir auf ein Bild klicken, bevor wir eine neue Klasse setzen, wollen wir die erstmal entfernen. Und dafür sagen wir Remove Active Class. Das ist auch eine einfache Funktion, und die müssen wir natürlich auch erstmal erstellen, weil die haben wir noch nicht. Und in dem Moment, wenn ich die erstelle, haben wir hier ein Problem. Und zwar, wir kennen ja unser aktives Bild noch gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob wir ein aktives Bild haben. Also wir wissen es schon, weil wir es hier oben gesetzt haben, aber wir wissen nicht, welches Element das ist. Deswegen definieren wir uns hier eine neue Variable mit dem Namen Element, und dann sagen wir document.querySelector, aber nicht all, sondern nur eins. Also wir wollen nicht alle Bilder mit Active, sondern wir wissen, dass es nur eins gibt,
Und dann nehmen wir ein Template-String, das ist diese Syntax. So können wir quasi JavaScript in einem String schreiben, um quasi dynamisch unsere Klasse zu nutzen und nicht hier irgendwie eine neue Abhängigkeit zu schaffen. Dann kontrollieren wir, ob unser Element überhaupt existiert. Das machen wir einfach mit so einer if-Clause und sagen dann hier element.classList.remove und hier entfernen wir einfach wieder unsere Active-Class. Mehr machen wir hier gar nicht. In dem Moment entfernen wir nur aus unserem DOM unsere Active-Class. Sonst würden wir quasi jedes Mal, wenn wir auf ein Bild klicken, dem Bild eine Active-Class geben und dann hätten irgendwann alle Bilder Active-Class und das wäre natürlich nicht wirklich sinnvoll. Natürlich müssen wir jetzt das hier nehmen und hier unten noch einfügen. Und zwar sagen wir jetzt hier nicht console.log, sondern hier sagen wir eine neue Variable mit dem Namen Target und dem weisen wir jetzt unser Event currentTarget zu. Und auf dieses Target wenden wir jetzt ClassList an und hier sagen wir add ActiveClass. In dem Moment speichere ich das Ganze mal ab. Wir gehen hier auf unsere Elements und sagen, ich das einmal kleiner machen. Wir haben hier unsere Elemente. Das erste Bild hat jetzt die Klasse Active. Wenn ich jetzt auf das dritte draufklicke, ist irgendwo noch ein Fehler. Was ist hier für ein Fehler? Document, irgendwas habe ich hier falsch. Natürlich, ich habe Document falsch geschrieben. Das kann immer mal passieren. Wenn ich jetzt hier draufdrücke, sehen wir, das erste Bild hat keine Active-Klasse mehr, aber das dritte Bild, also das, auf das ich gerade geklickt habe, hat die Active-Klasse. Wenn ich auf die Schneeflocke hier oben klicke, dann sehen wir, dass unsere zweite Artikel hier Flex Card Container Bild 2 Active bekommen hat. Also unser JavaScript-Part funktioniert wunderbar und können wir damit auch abschließen. So, nachdem wir jetzt dafür gesorgt haben, dass unsere Active Class gesetzt wird, kommt es jetzt natürlich dazu, ein bisschen Ordnung und Design in unsere UI zu bringen, damit das Ganze so aussieht, wie es aussehen soll und nicht so aussieht, wie quasi einfach nur hingedrückt. Das nächste ist also, wir sagen, wir wollen unseren Wrapper, also unser gesamtes UI-Element stylen und damit sagen wir erstmal eine Weite. Wir wollen, dass das nicht ganz über den ganzen Bildschirm geht, wir sagen 90%. Außerdem haben wir natürlich eine Max-Weite, wir wollen nicht, dass das unendlich groß wird, in unserem Fall 50 rem. Also eine 50 root em size. Das nächste, was wir machen, wir haben eine Höhe. Unsere Höhe ist 70 view height und auch hier eine Maximalhöhe, in diesem Fall von 50 rem. Dann sagen wir mal, dass die Weite vielleicht ein bisschen größer ist. Sagen wir die Weite mal 60. In dem Moment, wenn wir das machen, seht ihr, das Ganze wurde riesig groß. In dem Moment müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere Elemente sich richtig verhalten. Das machen wir, indem wir die Flexbox nutzen und sagen hier Justify Content und hier Space Between. Also wir wollen quasi zwischen unseren einzelnen Elementen Abstand erzeugen und hier sagen wir dann auch gleichzeitig Ally Items und dann hier Stretch. Also wir wollen die maximal skalieren. In dem Moment, wenn wir das getan haben, sieht man hier noch nicht sonderlich viel. Deswegen, um das besser zu verdeutlichen, nutze ich jetzt mal Background Color Red, um zu zeigen, was wir eigentlich haben. Wir haben jetzt unsere kleine viereckige Box hier gestaltet und das nächste, was wir machen, ist, unsere einzelnen Artikel Text, die ein Schaltelement unseres Wrappers sind, zu gestalten. Hier sage ich als erstes, wir haben Margin nach rechts von 10 Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, man hat so einen kleinen Abstand zwischen den einzelnen Elementen. Wir wollen aber, dass unser letztes Element, also Last Child und dann hier Margin 0000, keinen Abstand bekommt. Jetzt seht ihr, das ist so rübergerutscht, das sieht also schon mal deutlich besser aus. Das nächste, was wir haben, ist natürlich nicht nur ein Außenabstand, sondern wir haben hier auch eine Höhe von 100%. Wir haben eine Weite von 10%. Aber warum denn nur eine Weite von 10%? Das sieht irgendwie komisch und nicht richtig aus. Grundsätzlich ist die Idee in unserem Effekt, ja zu sagen, unsere FlexCardContainerClass kann ja auch die Klasse Active besitzen. Und unsere Klasse Active wiederum besitzt die Weite von 70%. Also eins unserer Bilder ist 70% groß. Wir haben 4 Stück, das heißt, wir haben noch 30 übrig. Deswegen hat jedes andere Bild standardmäßig 10% Weite, damit wir auf genau 100% kommen. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, wird das auch deutlich, indem wir sehen, eins unserer Bilder ist groß. Wenn ich jetzt auf eine andere Spalte klicke, sehen wir, dass genau dieses dann groß wird. Das können wir auch nochmal deutlicher visualisieren, indem wir hier eine Background Color geben. In dem Fall sage ich einfach mal Blue. Und jetzt sehen wir, wir haben hier quasi unsere 4 Spalten. Diese 3 sind nur 10 und hier sind 100, also 70, damit 100%. Und in dem Moment, wenn ich hier drüber gehe, sehen wir wunderbar, unser Animationseffekt würde theoretisch funktionieren, wenn wir eine Animation hätten. Und das können wir direkt mal als erstes machen. Und zwar sagen wir hier, wir nutzen dafür CSS Transition, sagen 450 Millisekunden dauert unsere Animation. Wir wollen das auf alles anwenden und hier sagen wir Ease In
und Out. Damit haben wir so eine Bézier-Kurve, sodass das Ganze so ein bisschen natürlicher aussieht und nicht einfach so linear durchläuft. Ihr seht jetzt, wir haben hier schon eine Animation drin. Sieht natürlich noch nicht mal im Ansatz so aus wie unser eigentlicher Zieleffekt, aber dazu kommen wir jetzt immer mehr Step by Step. Das nächste, was wir hier nämlich machen, ist ein Border Radius zu definieren. Border minus Radius von 20 Pixeln. Und das nächste, was wir hier auch machen, nachdem wir jetzt das gestaltet haben, ist einen Cursor draufzulegen, dass in dem Moment, wenn wir mit der Maus hier drüber gehen, dass das auch quasi so einen Klick anzeigt und nicht nur einfach einen normalen Mauszeiger. Außerdem sagen wir Overflow und dann Hidden. Wir wollen, dass nichts aus unserem Container rausgeht. Wenn zum Beispiel Text oder so etwas größer ist als ein eigentlicher Container, soll der den Artikel nicht verlassen und das erreichen wir mit Overflow Hidden, damit wir keine komischen Overflow-Fehler anzeigen müssen. Außerdem müssen wir einen Position vergeben und zwar Relative. Wir wollen also nicht unseren Artikel, also Flexcard Container, gestalten und mit Relative positionieren, sondern wir wollen einen neuen Ankerpunkt für unseren Overlay erzeugen. Hier drin besitzen wir ja den Div-Container Overlay und den wollen wir absolut positionieren, abhängig unseres Flexcard Containers und deswegen müssen wir das über Position Relative als neuen Ankerpunkt definieren. Aber als erstes sollten wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Optik hier reinbringen und zwar haben wir alle unsere Articles ein Bild 3, Bild 4, Bild 2 und Bild 1 als Klasse und das müssen wir jetzt auch gestalten, weil darüber vergeben wir quasi unsere Hintergrundbilder. Deswegen sage ich jetzt und Punkt und dann sage ich hier Bild minus 1 und das Ganze haben wir natürlich häufiger und das nutzen wir, wie gesagt, nur um ein Hintergrundbild zu definieren. Wenn ich das jetzt abspeichere, hat unser erstes Bild einen Hintergrund und das Ganze brauchen wir natürlich häufiger als nur einmal, deswegen copy-paste ich mir das frecherweise einfach mal rein mit Bild 2, 3 und 4. Das Ganze speichere ich ab und habe jetzt hier 4 Bilder. Wunderbar. In dem Moment können wir uns auch unsere Hintergrundfarbe hier oben mal sparen und die rausnehmen. Und jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen mehr so aus wie unser eigentlicher Effekt, aber natürlich noch nicht im Ansatz, so wie wir das haben wollen. Und das liegt daran, dass wir unsere Hintergrundbilder noch ein bisschen positionieren müssen. Deswegen sage ich als erstes einfach mal Background und dann hier unten Position, Center, Center. Damit positionieren wir unser Bild genau in der Mitte unseres Div-Containers. Das nächste, was wir dazu brauchen, ist Background Size. Und hier nutzen wir Cover. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir schon deutlich mehr von unseren Bildern. Und die haben auch denselben Ausschnitt wie unser Ziel. Was heißt, das ist schon mal wunderbar. Sicherheitshalber müssen wir aber noch einen Effekt hinzufügen und zwar hier Background No Repeat, also Background Repeat und dann No Repeat. Wir wollen also unsere Hintergrundbilder nicht wiederholen. In dem Moment haben wir hier schon deutlich mehr geschafft. Unser Effekt sieht schon deutlich mehr so aus, wie er später aussieht, zumindest was die Hintergrundgrafiken angeht. Natürlich noch nicht wie das, was hier unten ist. So, und zwar das Erste, was wir hierfür machen müssen, innerhalb unseres Artikel, also unseres Elementes, haben wir ja Overlay. Und Overlay, wie schon gesagt, wird jetzt absolut positioniert, indem wir sagen absolut Bottom 0, Left 0 und Right 0. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, rutscht das alles so nach unten, das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber das nächste, was wir brauchen, wir sagen Z-Index 2 und wir sagen hier auch, wir haben eine Höhe, in dem Fall von 9 Rem, das speichere ich ebenfalls ab. Jetzt rutscht das alles noch ein Stück weiter nach unten. Das muss uns erstmal gar nicht weiter stören, weil das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass hier diese drei kleinen Bilder quasi auch so aussehen, wie sie später aussehen sollen. Das erreichen wir über Padding 0, 0, dann nach unten 20 Pixel oder sagen wir einfach 2 Rem und hier 1,5 Rem Abstand nach links. Jetzt sehen wir, das ist alles so ein bisschen rübergerutscht und was wir jetzt machen müssen, ist auch hier mit Display und dann Flex unsere Bilder positionieren. Wir sagen hier Justify Content, Flex Start. Wir wollen also, dass unsere Bilder, also diese drei kleinen Bilder hier, ein bisschen rüberrutschen und dann quasi genau in der Mitte stehen. Das erreichen wir, indem wir sagen Flex Start und hier außerdem Align Items und dann hier Flex End. Wir wollen also, dass die in unserem Overlay ganz nach unten rutschen. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Aber was wir jetzt natürlich machen müssen, ist zu sagen, dass unser Overlay maximal 100% Weite erzeugt. In dem Moment, wenn wir das machen, sieht das schon mal, ja, Klammer, nicht wirklich besser aus, weil unsere Icons sind jetzt komplett weg. Aber das müssen wir uns nicht weiter kümmern, weil die Icons liegen jetzt quasi hier unten drunter und die müssen wir gleich einfach nur wieder hochziehen, indem wir dafür sorgen, dass unsere Überschriften, also H3 und unsere kleine Schrift, unser P-Tag, verschwinden. Das machen wir jetzt als erstes, indem wir sagen H3, P und hier sagen wir Position Absolute und sagen Left 9 Rem und eine Weite
von 20 rem. Das nächste, was wir haben, ist ein Opacity von 0 und hier Transform und Translate X und hier minus 15 Pixel. Das Ganze speichere ich jetzt ab. In dem Moment ist unsere Schrift weg, aber unser Icon ist immer noch nicht wirklich vorhanden. Und das müssen wir jetzt erstmal wieder hinzufügen. Unser Icon befindet sich oder ist ja ein Image innerhalb eines Div-Containers mit der Klasse Icon. Die können wir uns kopieren, gehen hier unten rein, sagen, okay, wir haben unser Icon. Unser Icon hat standardmäßig eine Größe von 3 rem, eine Höhe ebenfalls von 3 rem. Außerdem haben wir hier Border minus Radius 100%. Das speichern wir jetzt erstmal so ab. In dem Moment ist unser Icon nämlich wieder da. Aber wir wollen hier auch einen Hintergrund. In dem Moment sage ich einfach Second. Das ist meine dunkle Farbe. Und ihr seht hier, wir haben jetzt hier überall so einen kleinen Kreis. Unser Icon an sich ist jetzt noch ein bisschen zu groß. Deswegen sagen wir jetzt, innerhalb unseres Icons haben wir unser Image. Hier sage ich einfach nur eine Weite von 1.5 rem, eine Höhe von 1.5 rem. Und eine Transition, die können wir eigentlich einfach von hier oben kopieren. Das heißt, die nehmen wir uns jetzt, gehen hier runter und kopieren das hier einfach nur rein. Kopieren die auch hier einmal rein, speichern das Ganze wunderbar ab. Wir können das auch hier unten einmal bei unserer Schrift, wobei, nee, das können wir nicht, sondern nur diese zwei. In dem Moment, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir, dass unser Icon jetzt winzig klein ist, aber es ist nicht wirklich gut zentriert. Und das können wir einfach erledigen, indem wir auch hier wieder Flex nehmen und sagen Justify Content Center und Align Items Center, sodass das auf beiden Achsen zentriert in der Mitte dieses dunklen Kreises ist. Und das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Damit können wir auch erstmal unser Icon in Ruhe lassen, weil das, was jetzt kommt, ist quasi unsere Schriften, dass wir die auch ein bisschen stylen und unser Icon, wenn das Ganze größer wird. Aber bevor wir damit anfangen können, müssen wir nochmal etwas mit dem Overlay machen. Weil grundsätzlich, wenn wir hier drauf gucken, sehen wir, hier unten ist so ein ganz leichter dunkler Schatten drin. Und das hat einfach den Hintergrundbild, dass wenn man ein Bild in der UI verwendet, man nie so richtig weiß, was für ein Bild das eigentlich ist. Also das könnte ja ein ganz weißes Bild sein, wo man zum Beispiel weiße Schrift ganz schlecht drauf sieht. Deswegen sollte man immer bei Bildern so einen leichten Hintergrund, Hinterschriften haben, damit man unabhängig vom Bild solche Effekte nutzen kann. Selbst wenn beispielsweise das Bild quasi sehr weiß ist, dass man unsere weiße Schrift hier unten lesen kann. Das können wir ganz einfach erzeugen, indem wir sagen Background und dann haben wir eine CSS-Funktion, die nennt sich Linear-Gradient. Und die erwartet von uns einmal 180 Degree. Das ist quasi die Ausrichtung, also die Grad, in welche Richtung der Background verläuft. Und dann haben wir hier RGBA, also 0, 0, 0 und dann unsere Deckkraft. Unser quasi Ziel ist 0, also quasi unsichtbar. Das ist bei 0%. Und dann haben wir RGBA. 0,0,0, damit erzeugen wir schwarz mit 0,8. Also schon ein bisschen deckend, aber nicht komplett auf der anderen Seite unseres Linear Backgrounds. Wenn wir jetzt unsere angucken, sehen wir hier, wir haben jetzt unseren Schatten erzeugt. Wenn ihr jetzt beispielsweise das hier auf 0 Degree setzt, dann dreht ihr quasi diesen Verlauf. Also wenn ich hier 90 Degree sage, dann dreht er sich so nach links und so weiter. In unserem Fall wollen wir den so ein bisschen gedreht haben mit 180 Degree, dass der so von unten hochkommt. Und damit können wir den wunderbar ausrichten. Und wenn euch der zu stark oder zu schwach ist, könnt ihr halt auch sagen, wir wollen den viel schwächer haben. Gleichzeitig könnt ihr aber auch sagen, wir wollen den richtig deckend haben, sodass ihr den komplett anzeigt. Natürlich ist das ganz euch überlassen, ist ein bisschen Geschmackssache, wie stark man den haben möchte. Ich finde 0,8 eigentlich ganz okay. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist auch nicht wirklich schwer anzupassen. So, aber wie genau können wir jetzt den Rest animieren? Wir haben ja hier unten einen Transition-Befehl auf unser Icon, wir haben einen Transition-Befehl auf unser Image und wir haben auch hier einen Transition-Befehl auf unser Overlay. Diese ganzen Sachen können wir jetzt auch über die Active-Klasse, über Vererbung einfach stylen oder animieren, indem wir sagen, wenn unsere Active-Klasse gesetzt ist, hat das ja auch dementsprechend ein Child-Overlay und dann können wir hier zum Beispiel sagen .icon und machen dieses Icon einfach mal größer. Also zum Beispiel 5 rem und auch die Höhe 5 rem. Und hier unser Icon, unser eigentliches Bild, machen wir auch größer mit der Weite von 2.5 rem und einer Höhe von 2.5 rem. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann sehen wir, dass unser Icon hier größer geworden ist. Und dadurch, dass wir quasi das Icon hier unten, wo ist es, da mit Transition versehen haben und hier mit Transition versehen haben, wird das Ganze auch animiert, obwohl wir nur eine Active Class setzen auf das Parent Element und so können wir die Kinder quasi auch animieren. Das Ganze ist schon mal gar nicht verkehrt, aber wir haben ja auch eine Schrift und zwar eine H3 und einen P-Tag. Und diese beiden müssen wir natürlich jetzt auch animieren, das können wir auch ganz ähnlich tun und zwar haben wir ein Opacity gesetzt von 0, also wenn wir nochmal hier runter scrollen, sehen wir ein Opacity von 0
und einen kleinen Versatz von minus 15 Pixeln. Und das wollen wir jetzt quasi wieder revidieren. Wir wollen also eine Opacity, eine Deckkraft von 1, also 100%, und ein Translate von 0. In dem Moment sehen wir hier unten, unsere Schrift ist wieder da. Wenn wir hier reingehen, wird die auch animiert. Was wir natürlich noch nicht haben, unsere Schrift hat noch nicht wirklich eine vernünftige Optik. Und das müssen wir jetzt natürlich noch hinzufügen, weil sonst macht das alles relativ wenig Sinn, ehrlich gesagt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier runter und sagen, okay, wir haben jetzt unsere H3-Überschrift. Und unsere H3-Überschrift bekommt eine Farbe, Color White. Eigentlich können wir die auch hier runtersetzen. Sagen wir hier mal eine Schriftgröße von Size, keine Ahnung, von 1.8 Rem. Und unser P bekommt auch eine Schriftgröße von Size von 1.2 Rem. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment haben wir hier unten wunderbar unsere Texte, aber noch nicht wirklich gut positioniert, weil wir haben die hier mit Left 8 Rem zwar quasi auf der Achse positioniert, aber noch nicht oben den Versatz definiert. Und unsere Überschrift, unsere H3, hat einen Abstand nach oben von 0 und unsere Fließtext, unser Rem, hat einen Abstand von 3 Rem. In dem Moment, wenn wir jetzt hier draufklicken, seht ihr, dass es sich schon ein bisschen so rein animiert, aber wir wollen, dass das nicht direkt angezeigt wird, weil dann sieht man das zu wenig, sondern wir wollen, dass unser Transition-Effekt, den wir hier oben einfach mal kopieren können, den fügen wir jetzt hier ein, noch einen kleinen Delay bekommt. In diesem Fall 250 Millisekunden, sagen wir hier mal 300 so. Und in dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt hier klicke, dann seht ihr, dass das erst später animiert wird, nachdem unser Bild schon groß geworden ist. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal hier oben bei unserer Überschrift reinkopieren und sagen, hier haben wir noch ein bisschen weniger Versatz, hier können wir eigentlich sogar noch ein bisschen mehr machen. In dem Moment, wenn wir das jetzt speichern und hier drauf drücken, dann seht ihr, dass unsere Überschrift und unser Fließtext so ein bisschen nacheinander animiert wird und damit haben wir unseren Effekt auch eigentlich schon komplett abgeschlossen. Also ihr könnt damit jetzt wunderbar unseren Effekt nachbauen, erweitern, anpassen und wie gesagt, wenn ihr wünscht, dass man das mit JavaScript noch viel dynamischer macht oder mit CSS auf JavaScript verzichtet, dann schreibt das doch mal in die Videokommentare, dann werde ich ein Follow-up zu diesem Video produzieren, um diese Probleme mal angehen zu können. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt oder verschiedene Partnerlinks, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.